Hallo und willkommen zu einer Veranstaltung, die es auf dem Easter Hack in dieser Form noch nicht gegeben hat bisher. Und zwar sollen sich heute die Bewerber für das nächste Easter Hack hier vorstellen. Wir haben drei wunderschöne Bewerbungen bekommen. Die Leute, die sich bisher darum gekümmert haben, sich Gedanken darüber zu machen, wer im nächsten Jahr denn vielleicht fähig ist, den Easter Hack auszutragen, haben sich diesmal Gedanken gemacht, wie man diese Entscheidung in die breitere Masse tragen kann. Und ein Teil dieser Entscheidung wird dann eben heute getroffen, und zwar hier. Die drei Bewerber, Städte oder Organisationen könnte man auch sagen. Einmal München, dann haben wir Salzburg und Paderborn, die mit ihrer Bewerbung gezeigt haben, dass sie Lust haben, auch mal wieder sowas zu machen. Die einen oder anderen mehrfach, wie zum Beispiel München, die anderen zum ersten Mal, wie zum Beispiel Salzburg. Die sollen sich heute präsentieren. Und am Ende dieser Veranstaltung, wo ihr natürlich auch Möglichkeit habt, Fragen zu stellen, und ihr sollt auch Fragen stellen, machen wir hier einen, ja, herzlichen Glückwunsch, machen wir hier eine Abstimmung. Diese Abstimmung ist noch nicht das endgültige Ergebnis, sondern derjenige, der heute hier in dieser Veranstaltung die meisten Stimmen bekommt, geht nachher in das Regio-Treffen mit zwei Stimmen sozusagen. Und das Regio-Treffen entscheidet dann selbstständig darüber, wer denn im nächsten Jahr den Easter Hack veranstaltet. Jetzt haben wir natürlich, warum haben wir das so gemacht? Das haben wir deswegen so gemacht. Wir haben drei Möglichkeiten uns überlegt, wie wir das, diese Entscheidung machen können. Die erste wäre gewesen, jeder von euch kriegt einen Zettel am Anfang, schreibt da seinen Lieblingsfavoriten drauf und am Ende zählen wir aus. Hat zwei Nachteile. Erstens so mit der Fälschungssicherheit. Das ist eine CCC-Veranstaltung. Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir das so gut hingekriegt hätten. Das zweite ist so ein bisschen Regionalkolorit. Wir haben die Befürchtung gehabt, und diese Befürchtung kam insbesondere vom Erfa-Kreisrepräsentanten, der hier auch ist, der Hackpiet, dass dann derjenige, der hier in der Gegend auch beheimatet ist, in diesem Fall also Paderborn, besonders viele Stimmen kriegt und die anderen einen schlechteren Start hätten. Die zweite Möglichkeit, diese Veranstaltung hier direkt entscheiden zu lassen, gilt das Gleiche für. Da hätten wir auch so ähnliche Schwierigkeiten gehabt, eine Gleichbehandlung zu haben. Rein nur das Regio-Treffen entscheiden zu lassen, wäre unfair gewesen gegenüber denen, die dort keine Stimme haben. Und dementsprechend versuchen wir über diese Veranstaltung erstmal eine Grundtendenz zu bekommen, und mit dieser Grundtendenz, diese zwei Stimmen gehen dann hinterher ins Regio-Treffen. Ich hoffe, das ist soweit eigentlich klar. Die Bewerbungen sind eingegangen in der Reihenfolge und die ersten, die sich beworben haben, waren die Münchner. Und die dürfen sich jetzt und ihre Ideen präsentieren. Es ist das dritte Mal, wenn sie es denn würden, wäre es das dritte Mal, dass sie den Easter Hack ausrichten würden. 2004, 2010, 2016, ich glaube, das ist hier auch das Programm. Und dann übergebe ich mal und wünsche euch viel Spaß. Bis später. Mir wurde gesagt, das funktioniert jetzt. Könnt ihr mich hören? Wunderbar. Hallo. Genau, herzlich willkommen. Der Ernst, unser Folien-Operator, die Maja und Sven, der ich. Hallo. Und hier unser Touchscreen-Operator hier vorne. Läuft bei dir einfach immer draufdrücken, dann geht's weiter. Genau. Ja, ihr habt es, Miki hat schon erwähnt, München hat ja schon mal ein Easter Egg veranstaltet. Schon zweimal, 2004, 2010, und wir sind mit Mathe nicht so, aber das haben wir hinbekommen, dann muss es ja 2016 weitergehen. Wir als Traditionserfer. Das klingt so simpel. Sehr gut. Genau. Seit über 10 Jahren sind wir in München Erfa, haben eben schon zweimal Easter Hack gemacht. Ich weiß nicht, wer war denn schon mal bei uns in München zu Gast auf dem Easter Hack? Eins, ja, da ein paar. Hier vorne, komisch, dass ihr da wart. Sehr schön. Genau, bei uns, wir haben uns überlegt, uns ist wichtig, eben die familiäre Atmosphäre mal wieder ein bisschen herauszustellen. Also nicht, dass es hier nicht so wäre oder bei anderen Veranstaltungen. Es ist jetzt einfach nur, was wir uns überlegt haben, was hätten wir gerne auf dem Easter Hack. Einfach, wir wollen keinen Ersatzkongress machen, sondern eben das Workshop-Wochenende, wie es mal gestartet ist, die Überlegung,
war bei uns halt ganz weit vorne, dass wir wieder in die Richtung gehen. Jetzt kann ich nicht lesen, was auf der Folie steht. Wir haben aber, ich kann sagen, haben es mir grob gemerkt, genau, bei Großveranstaltungen sind wir ganz geübt. Wir haben Leute bei uns, das WOC und das NOC besteht aus Leuten aus München unter anderem natürlich nur. Wir haben also Zugriff auf entsprechende Ressourcen und Leute, die sich auskennen. Das macht es uns natürlich einfach, eine gelungene Veranstaltung zu machen. Genau, hier sieht man auch schon unsere E-Hasal, die es 2010 gab, die ersten elektronischen Badges auf einer CCC-Veranstaltung. Und hier ein erster Designvorschlag für 2016, noch ein sehr grobes Design. Also ich möchte noch nichts versprechen. Bitte. So, wir haben auch schon die passende Location gefunden, die zufälligerweise Haus Nummer 42 hat. Bietet genügend Platz für eben Lichtinstallationen, vielleicht machst du schon mal diverse Räumlichkeiten, große Räume eben für Vorträge, die Lounge, die 24 Stunden geöffnet ist, also alle anderen Räumlichkeiten natürlich auch, große Vortragsräume, barrierefrei ist das Ganze auch noch, dann, also man kann sich schon beim Einrichten des Ganzen sehr kreativ ausleben lassen, wer mal frische Luft zwischendurch braucht, kann das auch gerne machen. Ich möchte nochmal auf die tollen Animationen hinweisen. Der nochmal hier unser Folien-Operator hat da harte Arbeit reingesteckt. Genau, und wie es da auch schon steht, es ist halt alte Bierkeller. Das war mal die Unionsbräu. Das heißt, es ist im Keller optimal Nerd geeignet. Und wir können halt auch Radau machen, wie wir wollen. Trotz der Wohnbebauung oben drüber. Genau, die Location. Hier sieht man unten, diese, schade, dass man die nicht nochmal ab. Können wir die nochmal, diese Animation? Ja, das ist. Wahnsinn. Genau, das Panorama der Eingangshalle, das ist direkt am Max-Weber-Platz, direkt eine U-Bahn-Station vor der Tür, eine Tram, eine Nachttram, das heißt, rund um die Uhr kommt man da auch wieder weg. Wir haben mal geguckt, entlang dieser Tramlinie liegt sowohl der Bayerische Hof, also 5 Sterne, als auch das Meininger Hostel, also auch für Leute mit eher schmalem Budget, haben wir Unterkünfte durchaus gut erreichbar. Genau, wir haben einen funktionierenden Großstadtflughafen, das haben wir reingeschrieben, leider hat Berlin ja die Bewerbung zurückgezogen. Aber gilt natürlich trotzdem noch, genau, Restaurants von Burger bis irgendwie feines Essen, auch Dunkin' Donuts, durchaus beliebt, habe ich gehört, kommt man auch zu Fuß noch hin. Und es ist halt eine Location, in der schon Veranstaltungen gemacht werden, wird von der Stadt betrieben und ist deswegen halt auch entsprechend vorbereitet. Es muss nicht alles von Grund auf gemacht werden und eben ist demnach auch vorbereitet mit Aufzug und allem. Das heißt, wir können auch, sind nicht so treppenlastig wie. Also das haben wir geschrieben, bevor wir hierher kamen. Dass hier so viele Treppen sind, wussten wir da noch nicht. Für die, ja. Genau, wir haben den Hubel, ja. Die Einheit des Hubels, ich weiß nicht, ihr kennt sie vielleicht. Wir haben den F-Platz. Ich wollte nicht ins Wort fallen. Achso, genau, aber naja, also, bitte? Der ist voll echt da. Nee, also der linke, nicht der rechte. Genau, wir haben ganz viele F-Flats bei uns. Nein, aber die Einheit des Hubel ist bei uns entstanden. Wir haben eben, man sieht ihn auch hier am WOC arbeiten. Das Foto ist brandneu, brandfrisch. Genau, wir haben Kontakte, was Musik angeht. Also wir haben bei unseren Partys legen auch DJs auf. Irgendwie hier vorhin war doch einer von denen. Einer aus von unseren Münchnern, genau. Wir können A-Cup, wir können also bunt machen. Wir haben einen Flipper. Also wir bauen da halt auch ein bisschen was. Genau, wir haben Internet und Strom. Geil, wa? genau, das ist es. Und wir können noch viel mehr, nämlich Workshops. Ist es das Mikrofon? Hallo, hallo. Doch. Genau, wir haben eine Amateurfunkstation bei uns im Club schon und können natürlich auch eine Portable mitbringen. Eine CNC-Fräse gibt es, eine Schlüsselwerkstatt, einen Lasercutter können wir mitbringen, Geldautomat, noch vieles mehr, Wearables und E-Textiles und alles, was sonst noch so an Ideen da sind. Also jede Menge kreative Sachen. Lötstationen, genau. Fällt dir noch was ein? Also wir haben einfach eine Grundlage, was wir schon an Workshops bieten können, selbst wenn uns keiner was einreichen sollte. nein, aber genau, das heißt natürlich nicht, dass wir das einzige Programm da machen. Wir freuen uns natürlich dann auch über Einreichungen, aber es ist ja immer ganz hilfreich, wenn man einfach Aktive im eigenen Verein hat, die dann so ein bisschen so einen Grundstock machen. Und wir müssen die Sachen halt auch nicht so weit fahren, als wenn Leute das aus der ganzen Republik ankarren müssen. Genau.
Batch-Programmierung, vielleicht wird dann nächstes Jahr, Moment, dieses Jahr ist Camp, ne? Also dann wird das eventuelle Batch von diesem Jahr dann nachbereitet, falls es eins gibt, man weiß das ja nicht, oder kaputt gehackt. Gucken wir mal. Genau. Das ist erstmal unser Line-Up. Jetzt muss ich mal gucken, wie es in der Zeit ist. Wir sind ganz gut, ne? Wir haben ein bisschen Gas gegeben, damit das ein bisschen flotter geht. Und ich würde sagen... Enter. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure Vorstellung. Jetzt erstmal in die Runde die Frage, habt ihr Fragen? Jo. Ja, ihr habt gesagt, ihr habt Übernachtungsplätze in der Nähe. Habt ihr mal geguckt, so wie viel oder ob an der, in der Zeit irgendwie noch ein anderer Event ist und also so bei Dinge? Uns, bei uns in München gibt es keine Osterfestspiele. Okay. Nein. Also habt ihr zum Beispiel mal mit der Jugendherberge geregelt, ob ihr 150 Plätze bekommt? Sowas. Solche Sachen haben wir noch nicht abgeklärt, aber okay. Es ist dann, über Ostern ist generell in München, ich meine, klar, München ist nicht die billigste Stadt der Welt, das muss man natürlich dazu sagen, aber es gibt kein spezielles Touristenprogramm, sage ich mal, was über Ostern jetzt da nochmal so ein Hotelausbucher ist. Wir haben so ein größeres Fest, aber das ist Ende September, Anfang Oktober, ihr kennt es vielleicht. Also die Hotelpreise sind nicht wie zu der Zeit. Also das, wir haben das jetzt mal verglichen sozusagen aktuell, wie es momentan aussieht, und das ist alles noch im Rahmen. Und was für eine Netzanbindung habt ihr da? Ja, okay. Weiß ich selber gerade nicht, tut mir leid. Das kann auch irgendwie... Ja. 2 Mbit. Also 2010 hatten wir, ich glaube 16 Mbit, das war damals noch viel. Nein, das war aber auch eine andere Location. Also ich habe aber gerade eben, da weiß ich selber gerade nicht Bescheid, wie. Jo. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage. Ihr habt eine Amateurfunkstation, sagt ihr schon. Wie seid ihr denn da mit Antennen ausgerüstet und was gäbe es denn noch für Möglichkeiten für zusätzliche Antennen? Jan steht mal auf und beantwortet das. Also ich komme hier rum. Also wir haben natürlich, wir haben eine portable Station, wir werden aber auch die große mitnehmen. Wir haben natürlich eine Vertikal, die wir mitnehmen wollen, und wir können wahrscheinlich auch im Gebäude über den Hof Langdrahtantennen spannen. Wir hoffen bis dahin auch die Drehanlage fertig zu haben, die könnten wir theoretisch auch aufbauen für Oscar-Betrieb oder sowas. Jo. Dankeschön. Noch Fragen? Dann nochmal einen herzlichen Applaus für die Münchner. Und dann möchte ich den Vertreter der Salzburger bitten. Jo, kann man mich hören? Ja, ja, hallo, ich bin Blackbit aus Salzburg. Wir können uns auch gut vorstellen, den nächsten Easter Hack bei uns zu machen. Ausschauen tut die Umgebung bei uns so, wie man es hier auf dem Foto sieht.
Ich weiß nicht, kann man den Mauszeiger sehen, das grüne Ding da? Nein? Das Gebäude da rechts hinten in der Ecke. Macht man das vielleicht noch ein bisschen größer? So. Das Ding da hinten in der Ecke mit den gelben Pfeilen drauf, das ist ein Gebäude namens Arge Kultur. Das ist das Gebäude, das unseren Hackerspace beinhaltet, also den Chaos-Treff Salzburg. Und das ist ein Veranstaltungszentrum, unter anderem. Also da gibt es einen großen Saal, wo normalerweise Theateraufführungen stattfinden und lauter so Zeug. Und daher würde sich das ganz gut anbieten. In der weiteren Umgebung sind dann auch noch andere Gebäude, die für uns nützlich wären, wie zum Beispiel das große Ding da, das ist die neue Universität in Salzburg. Das Gebäude da im Hintergrund ist ein Hotel, also so Jugendherberge, Hotel irgendwie, die ausreichend Zimmer zur Verfügung hätten, dass man ziemlich den ganzen Easter Hack dort unterbringen könnte. Dann gibt es hier noch ein Ding, das sich Sportunion nennt, wo es einen Turnsaal gäbe für günstige Übernachtungsmöglichkeiten, auch Vortragsräume, und einen Turnsaal gäbe es auch noch einmal hier auf der anderen Seite, das ist ein Gymnasium. So, jetzt können wir uns die Sachen noch ein bisschen mehr im Detail anschauen. Also das ist das Gebäude, wo wir zu Hause sind. Unser Hackerspace ist so auf der hinteren Ecke, das sieht man so nicht. Was die Veranstaltungsmöglichkeiten angeht, gibt es also 5 Räume, die im Ganzen ungefähr 380 Personen fassen. Das ist aber nicht ganz genau festgelegt. Unter anderem gibt es in dem Haus auch ein Radiostudio, namens Radiofabrik, das wird man nicht lesen können, das steht da. Da bin ich der technische Leiter, also wir haben da eine ganz gute Beziehung hin. Was Möglichkeiten bietet, was so Podcasting und Live-Sendungen und so Zeug angeht, das wäre von dem her ganz angenehm. Die Radiofabrik ist ein Partnerunternehmen auch von einem Fernsehsender namens FS1, wo auch ich der technische Leiter bin, was uns zu ziemlich viel Video-Equipment verhilft, was möglicherweise für das VOG positiv wäre. Ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls ginge da was. Es gibt ein Restaurant in dem Gebäude im Erdgeschoss. Wir haben mit denen schon einmal kurz geredet. Da sind aber noch keine Details herausgekommen. Es ist möglich, dass die über Ostern zusperren, also nicht selber Betrieb machen und uns die Küche und die Gasträumlichkeiten zur Verfügung stellen. Es ist aber auch möglich, dass sie dort, dass sie den Betrieb selber machen wollen und uns halt günstige Menüs zur Verfügung stellen. Das müsste man dann noch ausdiskutieren. Wir haben eine Glasfaser im Haus, also mehrere Glasfasern, wo im Moment nur eine benutzt ist, von der Radiofabrik und von der Agrikultur selber. Also was den Internet-Uplink angeht, zumindest von der physischen Seite her, sind wir nicht eingeschränkt. Wie das mit der Finanzierung ausschaut, muss man sich dann noch im Detail anschauen. Salzburg ist in der Hinsicht furchtbar, aber wir würden das gebacken kriegen. Die Anlieferung von allem möglichen Zeug geht auch relativ einfach. Das ganze Haus ist barrierefrei. Wie man hier sieht, der Zugang zum großen Saal geht über so ein Rolltor. Man muss über keine Stufen und so. In den Keller und in die oberen Stockwerke gibt es einen großen Lift. Also das ist alles sehr komfortabel eigentlich. Die Geschäftsführung vom Gebäude will uns haben. Wir haben mit denen schon geredet und die finden es ziemlich cool, dass es uns gibt und dass wir die Veranstaltung machen wollen. Ja, wir haben ein Flachdach, wie man hier sieht. Das ist ziemlich gut Chaoswelle geeignet. Also man kann spontan große Antennen aufbauen.
wenn man das will. Ich habe vor ein paar Wochen angeleiert, dass im Haus vertikal Koaxleitungen verlegt werden in 50 Ohm und 75 Ohm, also für die Funkamateure, weil ich das aus Sicht von der Radiofabrik ohnehin brauche und das könnte man ja dann auch schön mitbenutzen als Funkamateur. Sieht man hier, also das Dach ist deutlich, deutlich größer als das, was man so sieht. Das in der Mitte ist unsere Toraya-Empfangsanlage und rundum ist noch ein Haufen Platz für Funkamateurzeug. Es gibt dann vor allem von den Veranstaltungsräumen noch mehr Fotos, die können wir uns dann noch anschauen, wenn Zeit bleibt. Ja, das Hotel, das eben da daneben liegt, also vielleicht nochmal, das ist die Agrikultur und das ist das Hotel namens Jufa. Die haben 132 Zimmer, sagen sie, und je nach Konfiguration, die offensichtlich variabel ist, 350 Betten. Im Moment kostet ein Hotelzimmer, also ein Bett in einem Zweibettzimmer, Anfang nächsten Jahres 40 Euro. Da sage ich aber später noch was dazu. Ja, also es gibt dort auch noch zusätzliche Seminarräume, wenn wir welche brauchen. Die Uni bietet selbstverständlich auch Seminarräume, wie das halt so üblich ist, wo wir auch die Möglichkeit hätten, dass wir die Räume benutzen. Und in dem Sportzentrum Mitte, da gibt es leider keine vernünftigen Fotos, das ist das Gleiche. Die haben auch Seminarräume. Und wie man hier sieht, das ist alles in Gehreichweite. Also das ist alles auf der anderen Straßenseite. Wär ja ganz fein. Also ich finde, dass der Standort sehr gut geeignet ist für einen Easter Hack. Der einzige Nachteil, den es bei uns gibt, den man nicht verschweigen sollte, sind die vorhin schon genannten Osterfestspiele. Ich finde, über das sollte man im Vorhinein reden. Die Hotelzimmer sind jetzt günstig und komplett verfügbar, also 350 Betten. Es ist nur so, man darf nicht bis eine Woche vor dem Easter Hack warten mit dem Hotelzimmer buchen. Das wäre schlecht. Das ist der einzige Nachteil. Ja. Ja, das war's soweit. Vielen Dank. Ja, also Salzburg würde auch ganz gerne dann übrigens das zweite Mal den Easter Hack nach Österreich holen. Fragen? Wie sieht es mit der Verkehrsanbindung aus, öffentlich, Zug? Zugverbindungen gibt es von Deutschland insofern in einer direkten Art und Weise, weil Salzburg ein Bahnhof der Deutschen Bahn ist. Wir fahren ja auch öfter nach München, das geht mit dem Bayern-Ticket für 8 Euro pro Person oder so. Also vom Bahnhof dahin, ja, die Öffis in Salzburg sind O-Busse, also so Elektrobusse. Da gibt es eine direkte Verbindung. Das geht ganz gut. Wer sich in der Geografie in Österreich nicht auskennt, Salzburg ist direkt an der Grenze von Deutschland, also man muss nicht ganz durch Österreich durch. Ja, aber die Öffis sind eigentlich okay, oder? Bahnhof zu der AG, also ja, mit dem Bus. Ja, 15 Minuten. Und Salzburg ist ja nicht besonders groß. 20 Minuten zu Fuß, weil man einfach nur die Salzburg entlang ja. Geht. 25. Ja. Ja, es gibt einen funktionierenden Flughafen in Salzburg. Eine kleine Frage, wie viele Leute seid ihr? Und wir sind ein Verein, wir haben ungefähr 20 Mitglieder, im Moment 21 oder so, die den Easter Hack schmeißen würden, plus Freunde von uns.
Okay, und Frage zwei, du hast die Uni als Räume angesprochen. Ich weiß, dass in der BRD teilweise schwierig ist, Räume von der Uni zu bekommen. Ist das schon geklärt mit der Uni oder ist nur ein, ja, eine Hoffnung? Nein, das ist nicht nur eine Hoffnung. Wir haben da einen Kontakt hin, das wird über die Hochschülerschaft funktionieren. Also das ist durchaus realistisch. Wir hoffen allerdings, dass wir die Uni gar nicht brauchen. Wie sieht es denn da vor Ort mit Parkplätzen aus? Also wenn gerade das Hotel direkt nebenan ist, wären Parkplätze in ausreichender Anzahl natürlich auch super. Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Es gibt unter der Uni eine Parkgarage, die nicht kostenlos ist, aber Parkplätze gibt es. Weitere Fragen noch? Dann erstmal vielen Dank. Danke auch. Und dann bitte ich die Paderborner um ihre Präsentation für den Easter Hack 2016. So, man hört mich. Ein Wunder der Technik, genau. Der Emil, das ist kein Touchscreen, tut mir leid. Ja, jetzt zur dritten Bewerbung, Paderborn. Wir haben das Ganze auch schon mal gemacht in Easter Hack, also heute irgendwie anscheinend niemand, der es zum ersten Mal macht. Auch wir haben einen funktionierenden Flughafen, um die Frage vorwegzunehmen. Man könnte auch von München einfliegen. Genau, es gibt auch eine direkte Verbindung von München aus. Also, nein, zweimal täglich pro Richtung, glaube ich. Also einmal morgens und einmal abends. Es ist, glaube ich, Lufthansa sogar. Aber gut, das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Okay, für manche ist es wichtig, gut. Die Location ist dieselbe wie beim Easter Hack 2013. Wir haben jetzt erst überlegt, ob wir jetzt irgendwie 2.0 machen oder 3.0, 4.0 ist ja auch mittlerweile auch hip. Wir haben jetzt gesagt V6. IPv6 werden wir natürlich dann auch haben. Die Location dürfte einigen schon bekannt sein. Dieses Mal ist die Location dann... Hilfe. Die Location etwas größer. Wir haben beim letzten Mal fehlte die Cafeteria noch in den im verfügbaren Raum. Die haben wir dann mittlerweile auch dabei. Die Frage der Übernachtung ist dieses Mal dann auch jetzt endgültig geklärt. Wir dürfen auch, die Kameras laufen nicht, wir dürfen dann auch übernachten. Offiziell geht das immer noch nicht, aber für unsere Veranstaltung zu Ostern, weil wir es sind, geht das dann doch mal durch. Und offiziell gibt es jetzt auch seit kurzem ein B&B-Hotel, was direkt gegenüber auf der anderen Seite der Straße gebaut ist. Eine Jugendherberge in Laufweite und für die, die es besser mögen, 4 Sterne auch in Laufweite. Genau, also die meisten Hotels dürften noch vom letzten Mal bekannt sein, nur halt, dass wirklich direkt sind, wenn nicht 150 Meter, vielleicht 170 Meter vom Eingang entfernt, morgens aus dem Bett rausfallen und einmal so über die Straße laufen, vielleicht vorher nochmal links, rechts gucken und dann passt das. Ja, sonst die Location ganz normal wieder mit Hack Center und so weiter. Der rote Punkt war deutlich nochmal ungefähr, wo wir sind in Deutschland, für die, die es in der Geografie nicht ganz aufgepasst haben. München, Salzburg sind da unten rechts. Genau, wir sind dieses Mal schon, wir sind diesmal noch ein bisschen weiter nördlich. In Paderborn haben wir dann auf jeden Fall auch DECT und GSM, was ich beides hier zumindest vermisst habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch sonst so aussieht. Ich habe es vermisst.
Ja, mehr Bandbreite. Wir gucken aktuell, also wir haben schon zwei mögliche Peerings, worüber wir dann das Internet herkriegen. Letztes Mal die 100 Mbit waren deutlich zu wenig. Deswegen werden wir wahrscheinlich auf Gigabit gehen. Mehr Space, mehr Raum, habe ich schon erwähnt. Wir haben mittlerweile halt einfach die gesamte Kulte, haben dadurch nochmal Platz für locker 100, 150 Leute mehr. Beim letzten Mal mussten wir ja bei ca. 300, 350 irgendwo dann abkappen. Diesmal geht dann mehr rein. Frühstück. Durch mehr Platz haben wir mehr Platz auch für Frühstück. Können noch die Tafel etwas breiter machen, damit es sich nicht ganz so drängt. Das Hotel hatten wir schon erwähnt. Und so als Erinnerung, die Leute, die da waren, kennen den Lageplan so ungefähr schon. Kam beim letzten Mal sehr gut an, deswegen wollen wir nicht allzu viel ändern. Nur das Frühstück würden wir in die Cafeteria unten rechts umziehen. Und ja, Chunk, Grillen, was auch immer, gibt dann auch wieder einiges. Parkplätze sind immer noch vor der Tür. Leider ist seit dem letzten Mal die zwei Drittel des Parkplatz kostenpflichtig geworden. Nehmt ihr das auch auf? Ja. Falls Interesse an Informationsmaterial besteht, meldet euch. Okay, dann sind wir schon fast beim letzten Punkt. Wir haben die Präsentation absichtlich kurz gehalten. Fragen. Zur Location sei noch gesagt, sie ist natürlich schon Easter Hack erprobt, sie ist Chaos erprobt. Unser alter Subraum war da oben drin, das heißt, wir kennen die Bude in- und auswendig und optimalerweise kommt innerhalb des nächsten Jahres noch ein bisschen neue Kabellage da rein, dass das Netz noch geiler wird. Ja, Fragen. Dann erstmal vielen Dank an die Paderborner. Ja, Fragen. Alle sprachlos und glücklich? Ah, da. Die Frage muss natürlich kommen, warum wollt ihr schon wieder? Also ihr habt ja, ne, aber ich meine, wann war es vor drei? Ja. Vor drei Jahren? Und ihr habt, also glaube ich, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Oder wäre dann sozusagen, ist ja relativ dicht wieder dran. Ich denke, ja. Und ihr habt euch ja schon für dieses Jahr beworben, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben uns einfach beworben, ja. Ja, ja, also wäre natürlich die Frage, was war der Gedanke sozusagen, oh, wir machen es gleich nochmal. Wir hatten Spaß dran. Doch. Oh. Ja, dazu sei ja angemerkt, damals, als wir es gemacht haben, war es ja keine Bewerbung oder waren wir ja nicht der direkte Gewinner der Bewerbung. Wir sind ja eingesprungen kurzfristig. Jetzt würden wir das Ganze gerne mal mit ein bisschen Vorlauf und noch cooler machen. Als Hintergrund für diejenigen, die nicht wissen, was das war. Damals hat Hamburg kurzfristig oder mehr oder weniger kurzfristig den Easter Hack abgesagt, weil sie gesagt haben, sie müssen sich auf den Kongress vorbereiten. Und die Paderborner haben dann aus ihrer Bewerbung vom Jahr davor, haben wir die Paderborner gebeten, kurzfristig einzuspringen. Das hat dann damals auch geklappt. Gut, noch weitere Fragen? Okay, ja. Wie machen wir es jetzt? Ich möchte ganz gern eure Handzeichen haben. Und zwar machen wir das in der Reihenfolge, wie die entsprechenden Veranstalter sozusagen sich gerade hier vorgestellt haben. Jeder hat eine Stimme. Ich möchte euch bitten, das auch irgendwie genauso zu machen, weil ich glaube, sonst kriege ich Schwierigkeiten, das zu überprüfen. Hackbeat, ich würde dich bitten, doch auch mit dazu zu kommen und auch mit ein Auge drauf zu haben, dass wir unser Stimmungsbild, was sich jetzt hier hoffentlich gleich findet, auch korrekt erfassen. Und deswegen bitte ich jetzt erst einmal um die Handzeichen für München. Das sind 14. Dann bitte ich um eure Handzeichen für Salzburg.
21. Und dann bitte für Paderborn. Das sind 12. Die 2 Punkte gehen also diesmal an Salzburg. Nochmal, genau, ihr seid also schon mal die Gewinner der Herzen. Ihr seid also schon mal die Gewinner der Herzen sozusagen. Knapp, ja, meinetwegen. Sie haben, wie viel, ist jetzt auch egal. Diejenigen, die zum Regio-Treffen nachher gehen, entscheiden also im Grunde genommen dann wirklich endgültig darüber. Und dafür gebe ich jetzt nochmal an den Hackbeat, der das nochmal vielleicht kurz was dazu sagen kann. Genau, das Regio-Treffen findet um 20.30 Uhr statt. Ich weiß gar nicht, hier? Nee, im Workshop-Raum 1 oben drüber, genau, irgendwie, genau, Tagungsraum 1. Also im Prinzip hat jetzt Salzburg 2 Stimmen Vorsprung und später wird sozusagen jeder Chaos-Treff oder der Erfa-Kreis eine Stimme haben, die sozusagen zu dieser Wahl aufaddiert wird und dann haben wir ein Endergebnis und dann, ja, wird praktisch dann, ja, abgestimmt. Das Ergebnis? Werdet ihr dann bei der Abschlussveranstaltung am Montag erfahren, so wie es traditionell hier ist. Und ich würde mich freuen, wenn dann noch viele da sind und sich das anhören. Und natürlich werden wir es über die üblichen Kanäle dann auch weiter verbreiten. Vielen Dank für eure Teilnahme, für eure Aufmerksamkeit. Und ich wünsche euch noch viel Spaß hier bei den Braunschweigern beim Easter Hack 2015.